Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit einem Zuschauervorschlag. Und zwar, was wäre, wenn es gar nicht Mufasas Bruder gewesen wäre, sondern Simbas Bruder? Wenn du dich für König der Löwen, die Garde der Löwen oder My Pride interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. Scar ist der Bruder von Mufasa, dem König des geweihten Landes. Im Film wird uns aber ziemlich schnell klar gemacht, dass Scar das nicht ganz so toll findet. Er selbst möchte nämlich König werden und geht dafür auch über Leichen. Er tötet seinen Bruder und versucht auch seinen Neffen, den Thronfolger, zu töten. Allerdings ging das Ganze etwas schief und Simba konnte abhauen. Und während Simba bei Timon und Pumba aufwächst, regiert Scar im geweihten Land und das Land geht so ziemlich unter. Allerdings kehrt Simba nach einiger Zeit wieder zurück und kann Scar vom Thron stoßen und seinen rechtmäßigen Platz als König annehmen. Aber was wäre eben passiert, wenn Scar nicht Mufasas, sondern Simbas Bruder gewesen wäre? Hier gibt es natürlich unendliche Theorien, was da genau passieren könnte. Wir fokussieren uns heute aber auf zwei. In der ersten Theorie wachsen Simba und Scar gemeinsam am Königsfelsen auf. Simba ist der ältere Bruder und somit der Thronfolger und Scar der Zweitgeborene. Und früher oder später wäre Scar auch in dieser Theorie der Anführer der Garde der Löwen geworden. Allerdings erhält Scar nicht annähernd so viel Aufmerksamkeit wie sein älterer Bruder. Auf Dauer macht ihn das ziemlich kaputt und er beginnt seinen Bruder Simba zu hassen. Als die beiden dann ungefähr so im Teenageralter sind, beginnt Scar langsam Pläne zu schmieden, wie er seinen Bruder loswerden könnte. Er würde sich vermutlich auch mit den Hyänen verbünden, die auch in dieser Theorie verbannt sind. Die einzige Sache, die ihm jetzt noch im Weg stehen könnte, ist die Garde der Löwen. Und möglicherweise würde er sie auch wie in der Serie Die Garde der Löwen mit seinem Gebrüll ausschalten. Allerdings würde er dann auch sein Gebrüll verlieren. Apropos Gebrüll, darf ich euch mal ganz kurz fragen, ob es in der Serie irgendwie mal aufgeklärt wurde, ob Scar Mufasa dann irgendwie erklärt hat, wo die Garde hin verschwunden ist? Denn er hat sie auch in der Serie mit seinem Gebrüll besiegt. Jetzt ist nur die Frage, hat sich Mufasa nicht irgendwann mal gefragt, wo die Garde hin ist und warum Scar plötzlich kein Gebrüll mehr hat? Vielleicht gibt es irgendwelche logischen Theorien oder vielleicht wurde das sogar mal irgendwo erwähnt, aber ich persönlich habe keinen Plan, wie man das nicht bemerken kann, dass da irgendwas faul ist. Aber egal, weiter im Text. Er würde also auch in unserer Theorie die Garde der Löwen mit seinem Gebrüll ausschalten, das Gebrüll verlieren und niemand würde hinterfragen, wo die Garde plötzlich abgeblieben ist oder Scars Gebrüll. Also muss jetzt wieder mit Hilfe der Hyänen einen Plan schmieden, um Simba loszuwerden. Er würde Simba mit einem Vorwand zum Elefantenfriedhof locken und dort würden ihn die Hyänen angreifen. Und da Simba ja hier auch noch ein Teenager ist, glaube ich nicht, dass er dieser Situation gewachsen wäre. Hier könnte es auch wieder zwei Möglichkeiten geben, wie das Ganze weitergeht. Entweder würde Mufasa rechtzeitig zu Hilfe kommen und Simba retten, allerdings würde Scars Plan dann möglicherweise auffallen. Und dann hat er ein großes Problem. Ich könnte mir hier gut vorstellen, dass Scar in schweren Herzens aus dem geweihten Land verbannen würde. Danach könnte er entweder zum Elefantenfriedhof gehen oder alleine weiterziehen. Am Elefantenfriedhof hätte er vermutlich nur das Problem, dass die Hyänen etwas sauer auf ihn sein würden. Immerhin hatte er ihnen versprochen, dass sie ins geweihte Land dürfen. Und da er jetzt selbst verbannt ist, ist das irgendwie fast unmöglich. Außer er schafft es, die Hyänen so zu beeinflussen, dass sie ihm nochmal eine Chance geben und ihm nachlaufen. Was glaubt ihr? Würde Scar alleine weiterziehen, könnte er wieder zum Elefantenfriedhof gehen und würde er es danach nochmal schaffen, Simba irgendwie loszuwerden und trotzdem irgendwie zum König des geweihten Landes zu werden? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. In der zweiten Möglichkeit würde es den Hyänen gelingen, Simba zu töten. Und damit würde Scar zum direkten Thronfolger werden. Aber jetzt bleibt trotzdem ein kleines Problem. Die Hyänen wurden ja von Mufasa bzw. seinen Vorvätern verbannt. Das heißt, selbst wenn Scar jetzt Thronfolger ist, kann er die Hyänen nicht einfach so ins geweihte Land holen. Und hier gibt's auch wieder zwei Möglichkeiten, was jetzt passieren könnte. Die belastendere Situation für Scar wäre, wenn die Hyänen dann irgendwie verbreiten würden, dass sie auf Scars Befehl hin Simba getötet haben. Denn dann hätte Scar wieder ein großes Problem. Und wenn Mufasa dem glaubt, würde er dann vermutlich verbannt werden. Wenn es aber für Scar gut läuft, kann er die Hyänen so beeinflussen, dass sie ihm nach wie vor hinterherlaufen und möglicherweise würde er ihnen einfach einreden, dass sie nach Mufasas Tod ins geweihte Land kommen dürfen. Das würde sich zwar in die Länge ziehen, aber im Endeffekt dürften die Hyänen dann ins geweihte Land. Und möglicherweise könnte es Scar dann auch so regeln, dass die Hyänen in der Zeit, in der sie noch nicht ins geweihte Land dürfen, trotzdem mit Fressen versorgt werden. Und sollte es so laufen, könnte es ja auch passieren, dass sie mit Nala zusammenkommt. In dieser Theorie sind sie auch ungefähr gleich alt. Also, alles ist möglich. Schreibt mir auch hier gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Theorie haltet. Und kommen wir jetzt noch zur zweiten Möglichkeit, wie das Ganze sich gestalten könnte, wenn Scar und Simba Geschwister wären. In dieser Möglichkeit gehen wir davon aus, dass Scar und Simba sich sehr gut verstehen.
und Scar auch gar kein Problem damit hat, dass er selbst kein König ist und auch nie König wird. Er würde genauso viel Aufmerksamkeit bekommen wie sein Bruder und das Leben wäre in Ordnung. Er würde auch hier zum Anführer der Garde der Löwen werden und sie würden gemeinsam das geweihte Land vor Bedrohungen bewahren. Und da Scar in dieser Theorie kein unausstehlicher Bösewicht ist, kann es jetzt natürlich auch sein, dass er sich möglicherweise in Nala verliebt und sie sich in ihn. Aber auch hier gibt es wieder unendliche Möglichkeiten, was hier genau passieren könnte. Denn wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Simbas Kindheitsfreunde in dieser Theorie auch vorkommen, gäbe es ja auch noch Tama und Kula. Und jetzt könnte es natürlich sein, dass Simba dann entweder mit Tama oder Kula zusammenkommt oder auch mit Nala. Oder dass eben Scar mit Tama oder Kula oder Nala zusammenkommt. Und auch hier könnt ihr mir wieder gerne in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt. Mit wem würde Scar bzw. Simba dann in dieser Theorie zusammenkommen? Es kann natürlich auch passieren, dass Scar hier mit niemandem zusammenkommt und ziemlich lange Single bleibt. Dann könnte es ja sein, dass er auf seiner Patrouille als Anführer der Garde der Löwen möglicherweise auf eine Löwin stößt. Und möglicherweise verliebt er sich auch in sie. Die Rede ist hierbei natürlich von Sira. Und je nachdem, ob man hier wieder ein Happy End möchte oder mehr Dramatik, gibt es auch hier wieder mehrere Möglichkeiten, was jetzt passieren könnte. Denn wenn es für Scar blöd läuft, könnte es sein, dass Mufasa Sira nicht aufnehmen möchte, da sie eine fremde Löwin ist. Das wäre natürlich ziemlich hart, vor allem wenn Scar sich in sie verliebt hat. Und jetzt könnte es natürlich wieder passieren, dass Scar einen ziemlichen Hass auf Mufasa bekommt. Das heißt, hier könnte auch wieder ein Konflikt entstehen. Oder er würde sich dazu entschließen, das geweihte Land für seine große Liebe zu verlassen. Und maybe würde er mit Sira dann irgendwo ein Rudel gründen. Wenn wir Scar allerdings ein Happy End gönnen, kann es natürlich sein, dass Mufasa Sira akzeptieren würde. Und dann würde es eigentlich ganz friedlich und harmonisch weiterlaufen. Simba und Nala würden Kinder bekommen und Scar und Sira. Bei Simba und Nala würde sich nicht wirklich was ändern. Sie würden Kiara und Kion als Kinder bekommen, möglicherweise auch Koopa, je nachdem an welche Theorie man da so glaubt. Und Scar und Sira würden vermutlich Nuke und Vitani bekommen. Kovu würde hier allerdings nicht existieren, da er ja nicht das Kind von Scar ist. Und ich weiß, es gibt sehr viele Theorien, dass auch Sira nicht die Mutter von Vitani und Kovu ist, allerdings glaube ich das schon. Also, Kovu würde hier nicht existieren in dieser Theorie. Das heißt, wir können prinzipiell eigentlich alles verwerfen, was wir aus dem zweiten Teil wissen. Denn Kiara und Kovu würden hier in dieser Theorie nicht zusammenkommen, da Kovu ja nicht existiert. Aber möglicherweise würde es ja darauf hinauslaufen, dass Kion dann auch zum Anführer der Garde der Löwen wird und von Rafiki zum Baum des Lebens geschickt wird und dort würde er dann auf Rani treffen. Und möglicherweise würde sich Kiara dann in Balio verlieben. Aber was glaubt ihr, welche Möglichkeiten gibt's ab jetzt? Und könnte es sein, dass Kion in dieser Theorie dann gar nicht das Gebrüll bekommt, sondern eines von Scars Kindern? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin! Ciao.